Einen wunderschönen und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier in Halo 3 ODST. Und mit mir ist natürlich der gut aussehende, charmante, sexy, Hotboy, reiche. Ich geh mal weiter. Gangster, sexy Toyboy. Ja. Bolle, auf jeden Fall. Ihr hört's. Der ist wieder am Start. Ich würde sagen, wir lass gehen den Soundtrack einfach mal genießen. Nee. Was? Wir müssen weiter. Wir werden definitiv nochmal gucken, ob wir irgendwas noch was finden. Oder? Sind wir dem Weg hier gekommen? Ja, wir sind den gekommen. Weiß. Ja, okay. Hier steht Road closed. Hier ist eine Tür. Weiß jetzt nicht. Ah, guck mal. Da sind die beiden wieder. Ah, die scannen hier alles. Ist wunderbar. Aber sonst haben wir. Doch hier. Doch. Wusste ich's doch. Ach, da. Wo ist er? Wo ist er? Da oben, da oben. Da ist er. Habe ich irgendwie eine gute Waffe? Habe ich nicht. Verdammt. So. Meine Fresse, Glück gehabt. Gut. Das war's? Kein Telefon, nickes. Nein. Das ging jetzt nur um das Kreis hier. Was für ein Kreis? Achso, das sind irgendwelche Blutsväterzeichen. Oh, okay. Hab ich mal gelesen, also als um die Story hier. Das kommt von diesen, ich glaube, Ingenieuren. Heißen die. War doch richtig. Gut. War also nicht verkehrt, hier jetzt durchzugehen. Finde ich gut. Das heißt, dann kommen wir langsam dem guten Samariter näher. Also hauptsächlich für dich, ne, ist das eigentlich eine schöne Art. Weil ich habe ja den guten Samariter. Ich habe nur den Gegenpol nicht. Da gibt's noch einen, wenn du alle tötest. Aber irgendwie habe ich das wohl nicht geschafft. Tja. Ist doof. Ich weiß. Wo bist du denn? Ach, da hinten bist du. Ach so. Ach, ja. Sorry, ich dachte, du wärst jetzt hinter mir. Ja, ich gucke auch jede Ecke nach. Man weiß. Ja, das finde ich super. Finde ich super. Man weiß ja nie, was man alles so finden kann. Ja, ich warte hier auf dich. Ist kein Ding. Denn wir sind ja ein Team. Wir leben und sterben gemeinsam. Okay. Klingt jetzt so, als würdest du sagen, nee, beim kleinsten Zwischenfall hau ich ab. Kämpft hier sowieso jeder um sich selber. Einfache Rechnung. Ja, danke. Ich bin begeistert. Hier geht, glaube ich, wieder ein Türchen auf. Super intended. Mach mal auf. Hier haben wir ein Scharfschützengewehr. Ich glaube, das können wir hier gut gebrauchen. Und da geht auch eine Tür offen, ne? Ja, lass hier ruhig jetzt aufgehen. Ne, ich hier. Nein. Hier kommt. Wo jetzt? Hä? Wo? Da, hier. Da geht die Tür auf? Cool. Ja, ist ja gut. Ich geb dir ja recht. Beschwer dich nicht. Ich hab nur zu meckern, wo? Ja. Ja, mach die Tüte auf. Bin ja da. Ich muss jetzt nur ab und zu jetzt auf meinem Computer schauen, weil ich dachte jetzt irgendwie soundmäßig da Probleme gab. Dachte ich jetzt zumindest. Aber wie es aussieht, nicht. Aber man kann ja nie wissen. So. Haben wir ein Schrotgewehr? Ja, viel Spaß. Geh rein. Mal raus. Ach, da sind ja wieder welche. Winter. Winter. Scheint es aber gar keinen zu geben, ne? Oh, tote Eliten. Guck mal. Sind wir Eliten? Was für ein Zufall. Nice. Ah, jetzt haben wir wieder welche gefunden. Für den guten Samariter. Ich finde den Namen so geil. Ein schöner Namen, Erfolg. Hier ist eine Tür, ne? Wo? Wie? Wo? Wer? Wo? Was? Hier. Cool. Also, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber du kennst die Türen durch ihren blauen Umriss. Ja, ich bin nur gerade in eine andere Richtung gegangen. Oh, fuck it. So. Ah, die Ecke, da waren wir doch mit, Bug. Ah, okay. Gutes Zeichen. Mal schauen, wo das ist. Hier ist das, habe ich mir gedacht. Also habe ich noch gute Erinnerung. Ich gehe mal hier wieder an der Zelle, ne? Mach doch mal.
bei ihrem African Trust Geldautomaten Bankgeschäfte mit Stolz. Endlich ein Automat, der funktioniert. Virgil, gib mir Dad. Bitte legen Sie Ihre Hand halt, was das nicht mehr. Sadie, wo bist du? Unten am Fluss vor einem der Casinos. Ich kann dich kaum hören, Dad. Hier wird alles kurz und klein geschlagen. Die Allianztruppen sind im ganzen Stadtzentrum. Ich sehe sie auf den Monitoren im Labor. Du musst so weit weg, wie du kannst. Vergiss es. Ich komme dich holen. Ende der Diskussion. Eine lohnende Investition. Eröffnen Sie noch heute ein Konto. Hör auf Virgil, Sadie. Die Plünderungen sind erst der Anfang, Dad. Schon bald brauchen wir die Allianz nicht mehr, sondern richten uns selbst zugrunde. Virgil, du hast immer auf mich aufgepasst und mir geholfen. Jetzt musst du die Stadt retten. Gut gemacht. Die sind bis zum Fluss gerannt. Die Fähre können sie sich leisten. Dad, kann Virgil die Allianzbewegung überwachen und die Daten zum UNSC übermitteln? Ja, ich kann seine Verkehrskameras so umkonfigurieren, dass er die Fahrzeugprofile der Allianz erkennt. Vielleicht könnten die Argus-Schnüffler ihren Teil dazu beitragen. Ich kenne nur Videos der verschiedenen Allianz-Spezies, aber die stinken bestimmt alle unterschiedlich. Das ist eine gute Idee. Virgil, fang sofort an. Sadie, ich hatte immer viel zu tun und viel zu wenig Zeit für dich. Aber Schatz, du machst mich sehr, sehr stolz. Wenn wir wissen, wo die Mistkerle sind, können wir besser vor ihnen weglaufen. Das mit den Polizeisirenen war ein netter Trick, Kleine. Aber so blöd bin ich nicht. Geh vom Geldautomaten weg oder ich schieße dir den Kopf ab. Ja, lieber Bolle, du hast eine Konkurrentin. Wer? Ja, du weißt doch, ich habe doch gesagt, in Apokalypse bist du dabei, Geld mitzunehmen. Und jetzt in dem kleinen Video, oder in der kleinen Cutscene, wenn man auch so haben möchte, ist gerade der gleiche Fall aufgetaucht. Sagt da auch eine alte Oma, so klang sie wohl, ja, geh vom Geldautomaten weg oder ich puste die Birne weg. Ja, wer braucht denn noch Geld? So, ich gucke jetzt gerade, ob hier noch irgendwelche Waffen sind, nur tote Eliten. So, hier lang müssen wir. Aber da wir ja eine kleine Abkürzung genommen haben, gehen wir jetzt nicht durch diese Tür, sondern eher gucken uns in der Richtung um. Weil wir sind ja jetzt eigentlich gerade eine Abkürzung gelaufen. Wer weiß nicht, dass wir da noch was verpassen. Anders tut? Nein. Gut. Ich bin mal gespannt. Mama, hier, die Luke auf. Digga. So. Déjà-vu. Du auch? Oh, fuck it. Von wurde geschossen. Oh. Ist das böse von da oben? Oh, fuck it. Wieso erwische ich ihn nicht? Ich bin tot. Alter. Ich hab ihn volle Breitseite erwischt und er starb nicht. Unbesiegbar, Junge. Ich weiß es nicht. Mein Wunder wird's mich ja nicht, ganz ehrlich gesagt. Da irgendwie pixelmäßig wieder was schief ging. Oh, ich glaube, hier kommt auch gleich ein Geklingle. Da unten. Da kommen sie. Ach, da oben wieder. Stirb. Nein. Nein, du blöder Schakal. Ach, verdammt, dies nachladen. Ha. Knie zertrümmert. Super. Ich liebe den Scharfschützengewehr. Wo bist du jetzt, Bolle? Hier ist ein Unsichtbarer. Hä? Hier ist ein Unsichtbarer. Ja gut, der ist unsichtbar, wie das Wort schon sagt. So. Super. Schnauze voll. Oh, scheiße. Kommt schon wieder eine Truppe.
Ach, tot. Tot? Ja. Aber ich will zumindest den unsichtbaren. Gut, wenn du stirbst, bin ich tot. Ach, Mann, ey. Ja, was denn? Ja, es sagt doch nichts. Mach einfach. Du meckerst direkt, ja, Mann, ey. Ja, dass ich den eigentlich fertig gemacht habe. Ja, ich kenne das doch. Solche Situationen haben wir... Mann. Solche Situationen haben wir doch oft gehabt. Da kommt einer von der Seite. Nee. Doch? Nee. Ach, fuck it. Einer ist gut, Bolle. Ich habe das Gefühl, dass wir sterben. Ja, du, ich bin ja schon tot. Lustig. Du weißt, wie ich das meine. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da ja. rein. Ja. Eieieiei. Ja. Ja, was sollst du machen? Oh. Kannst du nix. Ich dachte schon jetzt. Da machst du nix. Steck's nicht drinne, wa? Und jetzt ein bisschen professioneller, bitte. Bin ich ständig? Ja. Ja. Nur Timing war falsch. Ein bisschen. So. Hans-Peter vom Dienst. Wo bist du? Schakal? Hallo? Keiner? Schon wieder woanders, ey. Keine Ahnung, diesmal nicht. Ein Teufelskreis. Gut. Dann gucken wir jetzt andersrum. Versteckt sich da einer? Nein. Versteckt sich gar keiner. Ja, dann. Oh, hi, mein Kater. Telefon. Boah, ist nicht gerade nicht die beste Stelle. Ja, aber ich sehe hier keinen. Mach doch einfach mal. Gut. Haltet ihr mich für taub? Letzte Warnung! Weg vom Geldautomaten! Du auch, Kleine! Sadie, raus da! Ich gehe ja zurück, okay? Warum nimmst du nicht die Waffe runter und... Jetzt wird das Sparschwein geknackt! Hey! Fast hättest du mich getroffen! African Trust. Aufmachen! Bankgeschäfte mit Stolz. Aufmachen! Hört alle her! Das ist ein Allianzschiff! Was hat sie gesagt? Allianz! Seit 40 Jahren komme ich hierher. Seit 40 Jahren verliere ich mein schwer verdientes Geld. Und heute knack ich den Jackpot. Hast du gehört, du blöde Maschine? Ich will mein Geld. Falsches Passwort. Bitte Karte entnehmen. Virgil, gib ihr das Geld. Und dann brauchen wir Deckung. Ah, aus dem Weg, du Schlampe. Ich muss mich verstecken. Da, die Mülltonne, da vorne. Roots, Mann, sind die groß. Los, sie sind direkt vor dir. Oh mein Gott, er hat den Automaten aus der Wand gerissen. Mein Zahltag. Transaktion beendet. Auf Wiedersehen. Tja. Warte, 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 warte. Ist die Guck tot. Jetzt mal von dir. Da, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Oh, fuck it. Ich bin gleich tot. Okay. Das ist schlecht. Okay, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ja, dann ist gut. Ja. Ja. Der Schakal ist da oben noch. Ah. Der macht mich fertig. Na komm. Da sind noch Brutes. Ja, da ist noch ein Trupp, da ist noch ein Trupp. Ist ja nicht schlecht, wenn du mir helfen würdest. Okay. Ja, aber ich muss ja zielen. Ja, hier kommt es einer. Na, okay, da kommt der Trupp.
Ja, ich hab Schrotgewehr, bringt mir natürlich nichts, nur aus der nächsten Nähe. Jupp. Brut gehört dir. Komm. Oder sollte dir gehören? Ja, warte, mach lang. Ah, so, jetzt ist er platt. So. Der ist fertig. So. Fertig wie ein Rettich. Du Scheiße. Ich hab kaum noch Energie, ey. Ja, du auch? Fuck. Das ist immer stylisch. So, vielleicht müsste hier Energie geben. Aber lass mal eben gucken. Ich glaube, hier habe ich auch eine blaue Tür gesehen. Kann das sein? Ganze Zeit. Irgendwas blau aufleuchten. Achso, das ist nur die Tür, die sich farblich nur ein bisschen abgehoben hat. Dann machen wir mal die Luke auf und schauen nochmal, ob sich da was geändert hat. Beziehungsweise, ob da vielleicht Energie gibt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen wichtig. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Da ist doch Energie. Menschenskinder. Boah. Bolle? Ja, bin da. Ah, du hast. Oh, hier waren wir doch schon. Naja, hier waren wir schon. Ja, dann können wir ja wieder gehen. Aber wir können eigentlich auch einen Break machen. Denn laut meiner Uhr haben wir schon 17 Minuten so ungefähr. Ja, haben wir erreicht. Dann passt das ja. Ich würde sagen, Freunde, der sehen Nacht. Wir uns in der nächsten Folge von ODST, beziehungsweise Halo 3 ODST mit dem guten Bolle und meine Wenigkeit. Bis dann.